So, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sunkenland mit dem Gamebro und seiner sympathischen Freitaucherin, der Kara. Wie gesagt, die letzte Folge war ein reiner Lootausflug, darum auch ein bisschen kürzer. Und jetzt geht es direkt weiter. Wir möchten uns ganz gerne Wo bin ich gewesen? Ach so, ich habe es ja schon gelernt. Ich möchte mir ganz gerne den Ofen bauen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich denke, wir benötigen für den Ofen, wo ist es, wo ist der, wo ist der? Hier, wir benötigen 15 Eisen und 8 Gummi. Holz haben wir schon in der Tasche. Eisen haben wir hier. Aber wir nehmen auch ruhig ein bisschen mehr, weil ich garantiert noch etwas mehr machen werde. Und ich brauche Gummi. Wo hatte ich jetzt das Gummi ansonsten? Hier ist das Gummi. Okay, dann können wir jetzt sofort den Ofen bauen. Leute, da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt ist nur die Frage, wo möchte ich denn bitte meinen Ofen hinsetzen? Möchte ich das auch hier vorne am Fenster haben? Ah, komm, ich glaube, wir bauen uns erstmal weiter hier vorne, aber nicht vors Fenster, sondern so ein bisschen dazwischen. Sehr schön. Gib mir mal bitte meinen Reparaturhammer. Ich möchte die Fackel umsetzen. Diese Fackel stört mich hier. Kann ich das machen? Weißen? Ja, bitte. Ja. Und dann setzen wir uns direkt nochmal ein neues Licht, damit wir das hier ein bisschen optimiert kriegen. Wo war das? War das hier drunter? Licht, Fackel, Feuerschale. Wir brauchen ein Seil. Da mache ich mir Hängelaternen. Genau. Ich habe ja noch ein paar Seile. Dann gibt es jetzt die Deckenleuchten. So, eine nach hier. Eine nach hier. Och, das ist doch gemütlich und schummrig. So, hier noch ein Licht hin. Hier haben wir noch was stehen. Leute, so gefällt mir das doch schon gut. Eventuell baue ich mir hier mal eine direkt vors Fenster. Supi. Okay. Pack das weg, du brauchst das nicht. Damit eventuell meine Festung auch mal ein bisschen heller erstrahlt und ich das von weitem schon sehen kann. Super, Leute, das nimmt Gestalt an, das gefällt mir. So, hoffentlich werden wir jetzt nicht gestört. Wir haben den Ofen. Supi gut. Ich muss Holz hinzufügen. Wir packen ab 10 Holz rein. Gegenstand platzieren. Was kann ich denn hier für Gegenstände platzieren? Was kann ich denn da jetzt reinpacken? Bitteschön. Also Eisen. Schrottmetall ja anscheinend nicht. Okay. Vielleicht brauche ich Kohle dafür. Gegenstand platzieren. Okay, ich muss mich da noch ein bisschen schlau machen, wie ich diesen Ofen zu benutzen habe. E. Was soll das heißen? Bin etwas zu essen. Ja, wir werden jetzt was essen. Ich zieh dir mal ein bisschen Pilz rein. Pilz. Wir haben ja auch noch Wasser. Trink ein bisschen. So. Haben wir irgendwo eine Information, was wir mit diesem Ofen machen können? Leute. Kann verwendet werden, um Erze in Metallwaren zu verwandeln. Okidoki, das bedeutet, ich muss losziehen und Erze farmen. Dann werde ich Folgendes machen. Ich schaue mal, was ich noch alles zu verkaufen habe. Ich nehme die Uhr mit. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, gib mir mal die Anziehsachen. Und eventuell verkauft mir die Gute ein paar Batterien, damit ich Erze suchen kann. Und dann können wir auf die Suche nach Metallerzen gehen. Ich wollte zwar eigentlich schon in dieser Folge starten mit dem Einschmelzen, aber was soll man machen? Manchmal kommt es anders. So, hier ist nur Deko. Vielleicht reicht unser Camel, aber wir haben schon spät. Wir gehen jetzt einmal schlafen. Tada! 13 Uhr, Leute. Ich brauche einen Wecker. Ganz, ganz dringend braucht der Gamebro einen Wecker. Du verpennst echt immer den halben Tag. Auf geht's. Ich hoffe, wir können uns eine Batterie leisten. Ich feile ja. Ansonsten
versuche ich eine Insel zu plündern und an Materialien zu kommen, damit wir uns die Batterien leisten können. Ich habe doch gerade gegessen. Warum habe ich jetzt schon wieder so einen Hunger? Ach ja, wir haben geschlafen. Klar. Der Game Bro ist hochkonzentriert und achtet auf alles. Da kann nichts passieren. Ja, es geht nichts über einen guten, ausgewogenen Plan, an dem man sich dann vielleicht auch hält. Aber ist kein Problem. Ich habe das Spiel vorher noch nicht gespielt und ich habe mir auch sehr, sehr wenig im Internet darüber angeguckt. Ich entdecke die Dinge quasi on the fly. Die Beschreibung hätte ich mir vielleicht durchlesen können von dem Ofen. Ja, das kann ich mir selbst mal angreifen. So, hier gibt es Batterien. Was möchtest du für eine Batterie? Great stuff. Ernsthaft? Das reicht dir schon? No deal? No deal? Not enough? Not enough? Im Ernst? Nicht genug? Nicht genug? Immer noch nicht? Ein Pfeil? Bisschen Eisen? Nein. Schade, ich hätte gehofft, ich krieg das. Damit ein bisschen günstiger. Aber wenn das doch in Ordnung ist, dann nehmen wir eine Batterie schon. Moment, wir gucken mal. Eventuell kriegen wir zwei Batterien. Wir brauchen ja mehr. Nein, can we have it? I need more than that. Nein, we can have a deal. Perfecto mundo. Aber, grobes T-Shirt, möchte ich das loswerden? Ach, ist egal. Das gefällt mir auch gar nicht so gut. Jetzt haben wir zwei Batterien. Hier gibt es elektronische Teile für den Kühlschrank. Wunderbar. Aber jetzt erstmal ab zurück zu unserer Butze. Beziehungsweise ab zurück zur Butze. Ich möchte... Wie kann ich das Gerät jetzt mit einer Batterie... Was ist, ach, das ist ja einfach. Einfach draufziehen. Mine. Kupfer. Kann ich hier was anderes? Eisen. Eisen in 60 Metern. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, wie genau das funktioniert. Wir entfernen uns vom Eisen. Gut, dann werden wir diese Folge zu einer Erzfinde-Folge umplanen. 60, wir entfernen uns schon wieder. 30, 62, 60, 59. Okay, Subi, ich glaube, wir sind auf Kurs. Auf Kurs Richtung erste Eisenader. Jetzt ist natürlich noch interessant, dass die reine Entfernung oder ist auch die Tiefe dabei interessant. Wir springen mal rein und gucken mal, was passiert. 30, 40, wir entfernen uns. Hier geht's lang. 23. Okay, erstmal Luft holen. Okay. Also die Tiefe spielt auch eine Rolle. Es wird nicht nur die reine XY-Koordinate, sondern auch die Z-Koordinate. So, wo bist du? 7, 6. Ist da? Bist du? Du bist Eisen. Guck doch einer mal an. Wenn man weiß, wie es aussieht, findet man es doch viel schneller. Perfecto mundo. Das ist doch mega. So, dann werden wir mal noch zwei, drei Vorkommen suchen. 80 Meter. 70, 60. Sehen wir vielleicht von hier aus schon was? Das könnte eventuell eins sein. Bist du Eisen? Du bist Eisen. Du bist, nein, du bist nicht Eisen. Du bist Eisen. Nein, du bist kein Eisen. Nein, anscheinend nicht. Nochmal kurz Luft holen. Luft geschnappt und wieder runter. Das muss ja ganz hier in der Nähe sein. 13. 18. Da! Im Gestrüpp verstückt. Bist du's? Auch nicht. Entferne ich mich schon wieder?
Nicht? Alter, was ist los? Ich sehe es nicht. Du bist Eisen. Ach, wir haben keine Luft. Na toll. Dreimal daneben geschlagen. Und Hunger haben wir auch. Ich denke, ich sollte nach diesem Vorkommen zurück, damit wir auch was futtern können. So, was ist der Unterschied? Du bist einfach ein bisschen heller mit roten Maserungen durchzogen. Gut. Muss man sich dran gewöhnen. Aber schon ziemlich cool gemacht. Also das gefällt mir. Ich denke, aufgrund des Hungers werde ich jetzt die Suche abbrechen und erstmal zurück zur Base. Wir haben ja schon ein bisschen Material, was wir einschmelzen können. Herrlich, ich freue mich. Ich freue mich auf die erste Schmelze. So, steig ein. Bring Glück herein. Also den Wendekreis könnte man von dem Boot auch noch ein bisschen verbessern. Aber es ist realistisch. Tretboote haben einen bescheidenen Wendekreis. Das ist tatsächlich so. Aber zu viel Realismus ist auch nicht immer gut. Aber insgesamt muss ich sagen, ich feiere das Spiel. Für eine Early Access Version läuft das schon ziemlich geschmeidig. Ich denke mal, der Performance kann der Entwickler gerne noch ein bisschen optimieren. Weil mit meiner RTX 4070 Ti komme ich jetzt gerade aktuell auf circa 50 Frames. Und ich denke, da geht mehr. So, was haben wir noch in der Truhe? Nichts mehr. Nichts zu essen. Aber wir haben ja noch was. Wir schmeißen direkt mal was auf den Grill. Die Wege sind ja jetzt zum Glück kurz. Großes Fleisch. Eins. Oh, guck mal, Essen nehmen. Hinzufügen. Essen nehmen. Hinzufügen. Wir haben sogar schon was gegrilltes. Pilze. Nicht unbedingt viele, aber immerhin. Dann lassen wir hier ein bisschen was durchgrillen und braten. Trinke noch was. Wasser ist auch leer. Ich denke, ich werde nach der Folge das Wasser noch auffüllen. Das mache ich offscreen. Das muss man nicht in einer laufenden Folge machen. So, Gegenstand platzieren. Auch hier kann ich wieder jeweils nur ein Erz reinpacken. Das finde ich sehr schade. Ja, aber, so. Gib mir mal ein bisschen Holz. Wir bauen uns auch hier mal eine Truhe hin für das fertige Gedönse, was da rauskommt. So. Komm. Schade, dass das nicht snappt. Aber ist in Ordnung. Ich packe hier die Erze rein und auch danach das fertige verarbeitete Zeug. Ach, das geht aber auch relativ zügig, ne? Mal sehen, Gegenstand platzieren. Und gucken wir mal, wie lange das jetzt dauert, bis ich den wieder rausnehmen kann. Wahrscheinlich müsste man sich, um effizient zu arbeiten, mehrere Öfen bauen, weil das könnte eine zeitaufwendige Sache sein. Bedeutet, ich würde wahrscheinlich auch so größere Einschmelzereien offscreen machen und euch dann später dazu nehmen. Lasst mir dazu gerne auch eure Meinung da. Soll ich solche Zeitfresser aus dem Gameplay rausnehmen oder soll es ungeschnitten mit allem weitergehen? Aber ich denke mal, ihr habt auch Besseres zu tun, als euch solch langweiligen Krempel reinzuziehen. Aber wie gesagt, gebt mir euren Feedback. Wo habe ich denn meinen Scooter hingepackt? Leute, den habe ich doch jetzt nicht irgendwo verloren. Da ist mein Scooter. So, Batterie rein. Mega! Wir haben den Scooter am Start. So, ich habe kein Herz mehr. Ich schmeiß dich noch einmal an. Und wir sind kurz vorm Abend. Ich glaube, ich produziere mir auch noch mal ein paar Pfeile. Ich mache mir ein paar Pfeile, ein bisschen Munition für die Steinschlosspistole. So.
Wir brauchen Schwarzpulver. Wo war das? Schwarzpulver. Wir brauchen Munition. Falls der nächste Angriff kommt, möchte ich ein bisschen gut gerüstet sein. Holzspeer, Armbrust. Die Armbrust könnten wir uns auch schon herstellen. Dann brauchen wir nämlich keine Pfeile mehr. Was brauchen wir? 15 Eisen, 4 Komponenten. Dürften wir doch im Moment zur Verfügung haben. 15 Eisen, 4 Komponenten. Ja, das ist ein bisschen viel. Nimm nur die. Und dann brauchst du hier schnell noch die Armbrust. Dann packen wir den Bogen nämlich weg. Ein paar Bolzen haben wir ja schon. Was benötige ich denn, um mir noch neue Bolzen zu bauen? Leute, irgendwann werde ich ja auch mal durchblicken. Irgendwann weiß ich, wo ich gucken muss, um mir was zu bauen. Pfeile gehen hier. Wahrscheinlich muss ich die Bolzen erst noch lernen. Bestimmt hier. Kostet mich 2 Eisen. Haben wir noch? Eisen haben wir noch. Dann lern das mal. Dann mache ich meinen Angriffsausflug. Nämlich lieber mit. Trink was. Und iss was. Gebratener Fisch. Der bringt ganz gut was. So, Lille, wir bauen uns ein paar Armbrustbolzen. 30. Wir haben jetzt 38. Ich glaube. Ja, ich denke, das wird reichen. Dann gehen wir jetzt gleich schlafen. Und dann geht's auf zur Insel. Das hatte ich ja auch noch versprochen, dass wir uns die Insel noch einmal vorknüpfen werden. Das kommt weg. Die Kohle und das Zeug packe ich wieder in die Eisenkiste. So. Komponente wieder. Ich klicke immer in die falsche Kiste rein. Und das noch hier. Armbrust. Reparaturhammer. Kann ich erstmal hier lassen. Fisch in die Fleischkiste, in die Essenskiste. Weg damit. Den Barren in die Kiste. So, dich nehme ich mit. Und die Steinschlosspistole. Die packe ich mir auch nochmal ein. Ist zwar nicht der Hit, aber besser als nichts. Nehme ich dich mit. Für den Fall der Fälle. Holzspeer will ich auf jeden Fall noch haben. Obwohl ich eigentlich den Eisenspeer natürlich gerne schon haben würde. Habe ich den schon gelernt? Kann ich den schon bauen? Schrotteisenspeer 15, 5, 2. Wir haben doch noch ein bisschen Metall da. 15. 5. 3. Zack. Bau dir bitte noch schnell diesen Eisenspeer. Dann haben wir auch. Oh, ich habe ihn noch nicht gelernt. Mann. Game Bro. Dann haben wir den schon mal. Ich habe den doch gelernt gehabt. Was mache ich denn hier? Wo war denn das? Da unten. Herstellen. Ja, nehmt's mir bitte nicht übel, seht's mir ein bisschen nach. Die Erkältung benebelt meinen Verstand. Und die Medikamente tun ihr Übriges dazu. So, jetzt wären wir soweit. Ich versuche mal, ob wir schon schlafen können. Es ist natürlich noch keine Schlafenszeit. Wisst ihr was? Ich pausiere die Aufnahme einmal kurz und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, ich nehme euch mal kurz wieder rein. Ich wollte eigentlich ein bisschen kochen, aber ich habe gehört, wir haben Besuch. Und dann kümmern wir uns doch einmal gemeinsam um diese netten lieben Herrschaften. Wir könnten ja auch gleich mal die Armbrust essen. Und wo kommt denn das? Ich sehe das nicht. Wo seid denn ihr? Ach, da hinten steht einer und schießt auf mich. Ich bin fort mit dir. Wo sind die anderen Leute? Ich bin. Ach, da. Wieder einer, der mit der Armbrust schießt. So, dann falle ich doch mal hier runter. Und du. Jetzt in meiner Bude? Tatsache. Wie kommst du denn hier rein? Pack dich aus meiner Bude wieder raus. Ja, super. Jetzt spawnen die auch schon hier drin. Äußerst interessant. Komm, stirb. Schön, wie du in meiner Bude bist und dich aus meiner Bude rauskämpfen willst. Ich muss dringend draußen mehr Licht machen, oder ich muss die Einstellung dahingehend anpassen, dass ich
ein bisschen mehr sehen kann. Ich habe das Gefühl, ich sehe nichts. So, du bist weg. Ist noch irgendwo jemand anwesend, der gegen meine Bude schlägt? Ich höre gerade nichts mehr. Aber schön, dass die mich jetzt mittlerweile auch schon mit Fernkampfwaffen angreifen. So. Looten wir dich nochmal schnell. Hier ist nichts drin. Okay, Leute. Dann werde ich noch ein bisschen weiter gruscheln, bis ich schlafen kann. Wir können schlafen. Wir brauchen gar nichts mehr weiter tun. Super gut. Dann aus ein bisschen looten. Gucken, ob die Leute noch was Brauchbares für mich dabei hatten. Ja, ja. Immerhin ein bisschen. Und dann weiter im Text. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau. Wir wollten schlafen gehen. Die Uhr. ...14 Uhr. Tatsächlich immer exakt 10 Stunden. So, wir trinken. Und wir... Holz hinzu. Wir sind satt. Wir heilen uns ein kleines bisschen. Packen nochmal... ...Eisenerz. Nach hier. Kohle nach hier. Holz in die Holzkiste. Leute, das, die Sortiererei, die macht mich persönlich immer ein klitzekleines bisschen wahnsinnig. So, Eisen brauchte ich nicht dort reinpacken. Das heißt, ich könnte mir eigentlich hier eine Eisenkiste behalten. Wo war denn das? Genau, das lassen wir, wie es ist. Essen weg und dann geht's direkt los. Und wir suchen uns dann nochmal ein paar Erzlager. Wir haben jetzt ja einen Erzdetektor. Das ist doch schon mal supidupi. Nein, Quatsch. Ich hatte doch was ganz anderes mit euch vor. Erzeglut hatten wir ja gerade schon. Wir machen uns jetzt nochmal auf zur Insel und dann wird noch ein bisschen gefeit. Jetzt haben wir einen Grund, Rache zu nehmen. Also auf zum Radiosender. Das ist diese schöne Insel dort hinten. Jetzt kämpfen wir uns die Insel frei, looten dort ein bisschen. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder auf Erztaucherei. Es sei denn, ihr sagt mir, ich soll das Erztauchen doch lieber offscreen machen. Kein Problem, dann werden wir das ein bisschen voneinander trennen. Oder ich mache es wie gehabt. Ich mache eine kurze Loot-Folge, eine kurze Tauchfolge. Und im Anschluss eine Folge mit normaler Action, mit normalen Geschehnissen. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das schaut oder nicht. Ich werde die Loot-Folge und diese Folge dann auch zeitgleich hochladen. Ne, steht euch die Entscheidung frei. Ich tue mich da immer schwer bei. So, wir hauen hier schon mal ein bisschen Kupfer ab. Kupfer ist auch gut. Noch ist kein Gegner zu sehen. Aber es sollten eigentlich noch welche da sein. Ich habe definitiv nicht alle umgenietet. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn doch, schäme ich mich jetzt ein bisschen dafür, dass ich auf einer leeren Insel geflüchtet bin. Cool, Kupfer ist gut. Leute, ich bin mir sicher, ich muss einen zweiten Ofen bauen. Und ich muss die Basis erweitern. Am liebsten hätte ich ja einen Raum wirklich nur fürs Schmieden. Im Prinzip eine kleine Werkstatt. Jetzt habe ich doch was gehört, oder? Jetzt habe ich doch wen gehört. Upi. Schauen, wo die anderen sind. Oder ist gar keiner mehr da? Wie sieht's aus? Wir haben 12% gerade erst. Und du geh weg. Ganz schön schnell, die Kleine. Du hast natürlich nichts dabei.
Ich muss mal irgendwie ein bisschen. Da kommt doch schon wieder irgendjemand. Weiß nur nicht, woher du kommst. Da hinten ist jemand. Ich wusste, hier sind noch mehr. Ob ich hier oben sicher bin, oder klettert ihr auch hier rauf? Da ist noch einer. Komm ins Knie. Hast du dich jetzt geduckt? Headshot. Spannend, spannend. Aber die KI ist noch nicht sonderlich stark. Bin ich sehr gespannt, was die nächsten Updates da alles noch mitbringt. Kann ich das Schwein mitnehmen? Na gut, ich könnte das Lagerfeuer mitnehmen. Cool, mit Schwein. Schrottmetall. Noch mehr Schrottmetall. Super, das lohnt sich definitiv sehr. Ich packe einmal kurz meinen Kram ins Boot. Meine Taschen sind nämlich voll. Und dann looten wir die Insel in Ruhe noch zu Ende. Warum steige ich denn ein? Ruhe. Boah, das hat sich gelohnt. Allein von den Erzen her. Würde ich behaupten, hat sich das schon gelohnt. Was gibt es hier noch? Hier lag doch was. Hier lag doch was. Ja, ein bisschen Loot. Baumwolle, Baumwolle brauche ich doch auch. Für Kleidung, glaube ich. Es scheint ganz so, als hätten wir alle Gegner erwischt. Willst du hier rüber? Bisschen Gummi. War gar nicht so schwer, wie ich es eigentlich gedacht habe. Aber jetzt sind wir auch etwas besser ausgestattet. Allein schon, dass wir ein bisschen Rüstung am Körper tragen, beruhigt mich da schon sehr. Und das? Meine Taschen sind bald schon wieder voll. Ich vermute, wir kriegen gar nicht alles hin. Wie sieht's aus? Wie ist der Status? 52% erst. Leute, was ist denn hier los? Und wir haben schon wieder 17:45 Uhr, nur weil der Game Bro die ganze Nacht, den halben Tag verpennt hat. Ein Tresor, was gibt's denn da jetzt schön drin? Ich hoffe, was Feines. Uiuiui. Wow. Gasmaske, Rüstung 4, Diamant, ein schönes T-Shirt, Hemd Standard Wald, mega. Also dich ziehen wir mal an. Sieht zwar nicht so schick aus, aber drei Rüstungen gegen eins, das ist natürlich definitiv super. So, alles einpacken und gucken, was wir noch ins Boot kriegen, beziehungsweise in den Kofferraum. Was ist das denn hier? Baumwolle. Baumwolle kann ich doch noch mitnehmen, haben wir doch noch Platz für. Baumwollsamen. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir müssen auch dringend mal ein paar Pflanzgelegenheiten bauen. Jetzt verlaufe ich mich schon wieder. Kann ich noch Eisen nehmen? Ja, können wir. Nein, können wir nicht mehr. Ich brauche größere Taschen. Oder ein größeres Boot. Wie wäre es denn, wenn wir bei Gelegenheit nochmal schauen? Es gab doch auch ein Segelboot, oder? Vielleicht ist das ja an der Stelle noch ein bisschen besser für solche Geschichten. Ich hier, ich kann auch Seile wegpacken. Was kann ich noch wegpacken? Ich glaube, den Pilz essen wir einfach mal. Hä? Was war das? Was hat mir denn jetzt hier Schaden zugefügt? Äußerst komisch. Interessant. Gummi weg. Komponenten.
Ja, mehr können wir schon gar nicht mehr einlagern in unser Bötchen. Wir trinken noch einen Schluck Wasser, dann können wir noch ein paar wegpacken. Und dann gehe ich noch einmal kurz rüber und nehme mit, was noch mitzunehmen ist. Ja, Kupfer, den packe ich direkt rein. Wird auch schon wieder dunkel. Genau, Kupfer geht auch mal weg. Da fällt mir auch ein, dass ich gar keine Fackel mehr habe. Die habe ich irgendwo verbummelt. Da bin ich mir sicher. Stark. So, hier gibt es wieder Eisen. Ein bisschen Platz ist noch da. Ein bisschen Platz ist noch da. Wir haben noch 73%. Das bedeutet, ich müsste eigentlich noch mal wiederkommen. Jeans. Lasse ich erstmal hier. Eisen nehme ich mit. Gummi passt noch rein. Und dann nehmen wir noch ein paar Erze mit. Eisen. Sehr gut. Na, das wollte ich nicht. Damit sind die Taschen auch recht gut gefüllt. Abi, dich lasse ich leben. Und du? Auch Eisen? Zwei, drei, vier. Das müsste jetzt passen und dann bin ich voll. Komm, pack das blöde Stück Stoff weg. Davon haben wir schon so viel. Dann nehmen wir noch ein paar Eisenbarren mit. Eisenerze. Und jetzt sind wir voll. Und wieder muss ich gucken, wo mein Brötchen steht. Und es ist kalt. Eine bessere Kleidung für die Nächte müsste ich haben. Auf geht's. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir doch im Dunkeln wieder heimkommen. Es wird ja langsam Standard. Wie gut jetzt unsere Basis zu erkennen ist. Wir müssen hier links haben. Ach, schau mal einer an. Guck mal. Wie schön das jetzt mittlerweile leuchtet. Den Deckenleuchten sei Dank. Gib doch mal ein bisschen Gas hier. Aber auch hier habe ich wieder das Gefühl, wir kommen nicht über die 60, doch knapp 60 km/h. Wenn man auf die Wasseroberfläche guckt, hat man das Gefühl, es ist langsamer. Ich zumindest. Da strahlt unser schönes Heim. Es wirkt doch irgendwie gemütlich, oder? 40 kann man. Hier muss wieder eine Strömung sein. Echt witzig. Gefällt mir. So, ran an den Steg. Vielleicht drehen wir das Boot direkt so, dass wir beim nächsten Mal gleich ablegen können. Komm, rum, rum, rum. Ach, komm, reicht so. Können wir noch mit? Erstmal nichts. Super. Dann packen wir doch direkt mal. Oh, ja. Ein Gegenstand rein. Erze raus. Und da Eisenbarren raus. Holzkohle. Packen wir rein. Und erstmal wieder ein bisschen sortieren. Eisen. Holz. Die Klamottenkiste. Komponenten. Wo hatte ich denn meine Sachen zum Verkaufen? Das hatte ich doch eigentlich hier mit eingeladen, oder? So, die Fackeln kommen nach hier. Ich noch keinen richtigen Bedarf für. Sortiere mal wieder. Samen, wo packe ich denn die Samen jetzt mit rein? Die müssten wir ja mal anpflanzen. War eigentlich nicht zum Essen, aber ich mache es erstmal mit hier rein.
So, Munition und Pfeile behalten wir. Und dann machen wir mal schnell den Kofferraum leer. Komme ich von hier aus da dran? Nein, nicht gut gepackt. Die ganzen Erze, das ganze Eisen, also von dem her hat sich das schon mal wirklich sehr gelohnt. So. Eisen in die Eisentruhe. So, dann wird es mal langsam Zeit, dass wir uns Gedanken machen, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Wir haben die Schmiede, wir haben die Batterie. Scooter fahren könnten wir als nächstes. Das machen wir in der nächsten Folge, da freue ich mich schon sehr drauf. Den ersten Tauchausflug mit Scooter. Leute, ich bedanke mich bei euch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Das ist jetzt auch keine sehr lange Folge gewesen. Ich denke, das wird ungefähr eine normale Länge gehabt haben. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder und werden eine kleine Runde Scooter fahren und schauen, was wir noch alles schön mit dem Ofen und mit dem geschmolzenen Eisen anfangen können. Vielleicht bauen wir uns auch eine Schmiede dazu und vielleicht bauen wir auch die Bude ein bisschen weiter aus. Ich bedanke mich. Ich bin raus. Euer GameBro.